Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Geisterjagd in Phasmophobia. Schön, dass ihr wieder mit mir auf der Geisterjagd seid. Unsere heutige Geisterjagd führt uns wieder ins Tanglewood Street House. Todesmutig in Tanglewood mit einem hochaggressiven Geist und folgenden Aufgaben. Lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geisterevents werden. Bringen Sie einen Geist dazu, eine Kerze auszublasen, und machen Sie ein Foto vom Geist. Kriegen wir bestimmt alles hin. Unser Geist heißt Carlos Jackson. Okay, Carlos Jackson, auch schon wieder so eine neue Namenskombination. Neue Geister sind eigentlich nie gut, aber wir gucken mal. Generator ist zumindest schon mal nicht im Keller. Und wir nehmen auf jeden Fall schon mal ein Fotoapparat mit, wenn wir ein Foto machen müssen. Wir nehmen auf jeden Fall unsere Taschenlampe mit und wir nehmen auf jeden Fall ein EMF mit. So, auf geht's. Tanglewood Street House. Das fast schlimmste Haus. Warum sind wir hier? Fahrer, warum sind wir hier? Todesmutig, Tanglewood. Hallo? Wir kommen mal rein. Hallo, wir drehen mal um. Schlüssel vergessen. So. Dann, aber ich will da gar nicht rein, deswegen. Fahrer! Warum Tanglewood? Warum Willow Street House? Warum überhaupt diese Häuser? Warum überhaupt auf der Geisterjagd sein? Warum überhaupt dieser Beruf? Hallo? So, Carlos, wir kommen jetzt rein. 3, 2, 1, auf geht's. Hallo? Hast du nur die Uhr? Oh, ich wusste, es geht schon los. Komm rein, schon klickt's irgendwo. Ist bloß die. Nee. Oder auch doch. Alles klar. Wir kommen mal rein. Was liegt denn hier? Ah, nee, ist nur ein Buch. Ich dachte schon, liegt irgendwas rum. So. Alles klar. Haben wir schon seinen Geisterraum gefunden? Kaum einen Schritt ins Haus. Bist du hier? Gib uns noch mal ein Zeichen. Kannst du die Tür bewegen? Vielleicht sollten wir ein Foto machen. Das war jetzt wieder. Carlos, hast du nur einen ungesunden Spiegel an der Wand hängen? Den sollte man sich überhaupt nicht aufhängen, so ein Spiegel. Das ist nämlich ein Geisterspiegel. Der gehört eigentlich in den Keller. Eigentlich gehört er verbrannt. Alles klar. Wir sind erstmal weg. Wir sind erstmal hier drüben, wo wir Licht anmachen können. So, hallo. Guck mal, Leute, wir haben Knochen. Kommt daher. Und wir haben schon ein Foto vom Geisterspiegel. Eigentlich können wir schon nach Hause fahren. Oh, wenigstens ist der Schrank frei. Oh, der Schrank ist frei. Alles klar. Zumindest haben wir schon mal eine Fluchtmöglichkeit. Carlos! Jetzt hör doch mal auf, hier durchs Haus zu toben. So und so und schon viel besser. Nee, nee. Wo ist er? Auch noch der hosenlose Schrecken. Alles klar, Abfahrt. Wir sind drauf. Wieso blinkt das hier draußen noch? Er singt immer noch. Er ist immer noch da. Nee, nee. Alles klar. Carlos, der hosenlose Schrecken. Wir müssen nach Hause. Wir müssen so nach Hause. Aber guck mal. Guck mal, das war schon ein Geisterevent und ein Foto. Und Knochen haben wir auch. Und ein Geisterspiegel. Haben wir noch kein Foto von gemacht. Müssen auch noch ein Foto machen. Da können wir eigentlich schon fast nach Hause fahren, ne? Ist doch super. Aber er hat uns doch gar nicht so viel abgezogen dafür, dass er da rumstand ohne Hose. Also mir persönlich hat es mehr auf die Sanity geschlagen. Alles klar. So, wir kommen noch mal rein. Ganz kurz, aber auch nur. Und wenn das nächste Mal Besuch kommt, am besten vorher eine Hose anziehen, Carlos. So ganz bisschen Anstand kann auch sein. So minimales bisschen. Und die Frage ist, ist der jetzt hier? Nee! Nee, nee! Also so war das nicht gemeint. Der hört schon wieder zu. Ich will da nicht mehr rein. Wir kommen ins Tanglewood. Terror in Tanglewood. Nicht gut. Vor allem das EMF können wir so auch gar nicht jetzt. Ich habe noch gedacht, wir müssen den Geisterspiegel. Obwohl, den sollten wir überhaupt nicht benutzen. Den sollten wir so überhaupt nicht benutzen. Sollten wir den so überhaupt nicht benutzen. Wir machen die erstmal überall hier vorne auch. Weil da war es ja irgendwo kalt. Nee, aber wir müssen das Thermometer gleich mal reinholen, würde ich sagen. Ja, ich glaube, das ist eine gute Sache. Wir sollten auch vor allem Sanity-Pillen, glaube ich, nehmen.
Aber hier ist er eigentlich am aktivsten, genau hier an seinem Geisterspiegelchen. Okay, pass mal auf. Wir schmeißen das mal hier hin. Wir machen jetzt mal ein Foto davon. So. So, bevor wir den aber auch nur ansatzweise benutzen, werden wir mal hier Kürbiskraft pillen. Sofort die Kürbiskraft! Können wir nach Hause fahren. Chaos ist nicht gut drauf. So, nimm das. Thermometer. Erstmal Thermometer und Geisterspiegel durchgucken, dann wissen wir, wo er rumschleicht. Nur nicht so lange reingucken. Haben wir ja auch schon gelernt. So, jetzt gucken wir erstmal hier auf den Flur. Das ist auf jeden Fall zu warm. Das ist schon mal sehr gut. Dann ist er nicht hier draußen. Dann ist er vielleicht wirklich nur hier in dem Zimmer. Ja. Alles klar. Tür gleich mal zu. Oder auf, je nachdem. Er ist auf jeden Fall hier. Dem Zimmer und in dem Bereich nebenan und hier vielleicht sogar auch noch. Ja, der. Ist gut jetzt. Ist gut jetzt. Vielleicht haben wir sogar schon Fingerabdrücke. Wir müssen einfach mal gucken. Oh, stimmt. Vielleicht haben wir Fingerabdrücke. Alles klar, ist auf jeden Fall aber hier drin. Das heißt, wir brauchen den Spiegel eigentlich nicht benutzen. So, das nochmal. Okay, raus, 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 raus. Raus, raus, raus. Einmal, einmal, einmal. Einmal für euch. Ja, man erkennt das Zimmer. Raus, 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 raus. Und mehr gucken wir auch schon nicht. Mehr gucken wir auch schon nicht. Hier, morgen früh wird abgeholt. Zack, ab dafür. Alles klar, er ist auf jeden Fall da drin. Er ist auf jeden Fall da drin. Das gucken wir mal, unsere Fotos. Geist. Heimgesuchter Spiegel, Knochen. Da war nichts. Interaktion. Keine Fingerabdrücke auf der Tür bis jetzt. Aber wir haben ihn auf jeden Fall erwischt hier. Zum Glück ist er nicht so scharf zu sehen. Sehr gut. Schönes, unscharfes Foto vom hosenlosen Schrecken. Alles klar. Geister. Wieso? Ach so, wir haben in den Spiegel geguckt. Es hat gleich wieder die Sanity runtergezogen. Das hört sich auch, ist auch so ein Satz. Einmal in den Spiegel geguckt, zack. Ist gleich die geistige Gesundheit in Gefahr. Ah, ist ja fast wie im echten Leben. So, naja, hallo? Er ist auf jeden Fall richtig aktiv hier. Wenn du hier bist, gib uns mal ein Zeichen. Wo bist du? Far! Far ist gut! Wie alt bist du? Nee, 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 ich hab das. Nee, können wir nach Hause fahren. Wie alt bist du? Alles klar. Und was du willst, frage ich jetzt gar nicht erstmal. Wie wäre es, wenn du hier ins Buch schreibst? Schreib was in das Buch. So. Alles klar, wir sind sowas von raus. Sowas von raus, schon wieder angehängt. Können wir nach Hause fahren? Guck dich das mal an, Leute. Der ist ordentlich aktiv. Alles klar, wir haben aber wenigstens den ersten Beweis. Geisterbox. So, Buch liegt drin. Wir nehmen mit rein Orbis. Ja, Orbis und hier Sicherheitskruzifix. Kommt erstmal vorne in den Bereich von seinem Zimmerchen. Hauptsache, geht da nicht raus. So, rein, 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 rein. Oh. Vielleicht haben wir ja auch noch. Nee, guck mal, er hat schon ins Buch, er hat schon was reingeschrieben. Guck mal hier. Ja, schwierig. Schwierig. Schwierig, Carlos. Ja, ist. Run. Run kann ich lesen. Ganz, ganz oft steht da Run auf jeden Fall dabei. Und einmal in der Mitte steht, glaube ich, Help. See him. See him. Ja, und einmal steht da irgendwie. Ja, das müssen wir üben noch, aber es ist gar nicht schlecht, Carlos. Ein bisschen was kann ich lesen. Jauts! Nee! Ist voll schlecht, Carlos! Kannst doch nicht einfach so plötzlich da stehen ohne Hose. Können wir jetzt nach Hause fahren? Das reicht jetzt aber auch. So, Buch. Spirit Poltergeist Mare. Puh, das ist eine Mare, Leute. Was hat denn die Mare? Die Mare hat. Die gute Mare. Wo ist ein Albtraum hier?
Geisterorbis. Kamera haben wir schon dabei, ne? Müssen wir jetzt nochmal rein? Das kann man nicht. Okay, auf geht's. Einmal gehen wir nochmal rein. Wir haben auch schon alles gemacht. Eigentlich können wir direkt nach Hause fahren. So. Ich sage, dass... Da sind schon die Orbis. Guck mal, da fliegt schon direkt einer beim Bett. Passt auch perfekt vom Verhalten zur Mare hier zum Albtraum. Ist schon sehr albträumig. Der Carlos, der hosenlose Schrecken. Okay, alles klar, das haben wir. Wir müssen noch Kerzen rein. Wir holen am besten aber noch auf jeden Fall nochmal. Der Raum ist groß. Und er hat hinten noch die Bereiche. Wir holen erstmal, lass Tür auf, lass Tür auf, lass Tür auf. Holen erstmal ein zweites Kruzifix. Und... Oh, vielleicht machen wir noch ein bisschen extra Fotos. Mit Fußabdrücken. Das können wir noch machen. Haben wir noch genug Körbiskraft? Pillen, wir haben noch genug Sanity. Wir nehmen das mit. Wir nehmen schon mal einmal Salz mit rein. Können wir noch ein bisschen was extra verdienen? Bei so einem aktiven Geist? Ganz ruhig, Carlos. Es ist ganz normales Salz. Ganz harmlos. Passiert überhaupt nichts, wenn du da durchläufst. So. Hier so ein Kruzifix. Da kannst du dir eher Sorgen machen. Und raus. Du bist auf jeden Fall... Oh, ich glaube, da war gerade der Geisternebel unterwegs. Wir müssen nur gucken, dass der hier nicht rausflitzt. Auf dem Flur. Alles klar, Tür zu. So, wir holen... Wir holen erstmal Kerze... Feuerzeug. Wir holen gleich zwei Kerzen. Wir machen die gleich hier drinnen an. Weg mit dir. Eine... Zwei. Wir stellen zwei Kerzen drin auf. Dann holen wir nochmal Taschenlampe für Fingerabdrücke und Fotoapparat. Ganz ruhig, Carlos. Zieh dir nicht eine Hose an! So. Alles klar. So, du kannst die Kerzen auspusten und wir wünschen, dass du dir eine Hose anziehst. So, raus hier. Okay, das haben wir auch. Ich hoffe, er pustet die jetzt aus. Ich hätte dafür wieder so lange braucht, der Geist. Alles klar, und dann brauchen wir jetzt noch das. Und frischen Fotoapparat. Und vielleicht nehmen wir einfach nochmal einfach nur zur absoluten Sicherheit. Und Kürbiskrönung. Alles klar, auf geht's. Soll schon schief gehen. Ist ja bloß Carlos ohne Hose. So, einmal rum. Die hintere ist schon mal aus. Alles klar, so jetzt hier. Hier. Keine Ahnung. Ein da. So, Fotoapparat. Und da läuft er auch schon durch. Sehr gut. Da ist er auch schon unterwegs ins Bad. Haben wir den schon? Super, schon mit einem Salzhaufen gleich alles voll. Jetzt noch hier vorne durchlaufen. Dann hätten wir es schon. Hallo? Nee, hier drin bleiben. Hier ist das Salz, hier kannst du durchlaufen. Da ist er. Und die Kerze auch gleich noch aus. Alles klar, Aktivität nimmt weiter zu. Ja, ganz ruhig. So, lass die Tür auf. So, Leute, jetzt haben wir aber den dritten Beweis. Geisterorbis sind geflogen, es ist die Mare. Und das Fotoalbum ist fast voll. Ein Foto, nix. Das ist Geist, drei Knochen, Spiegel. Hinter, guck mal, die Schritte alle gut erwischt. Alles voll. Maximale Ausbeute. Mehr geht nicht. Hat auch gereicht. Dreimal ist er aufgetaucht ohne Hose. Herr Carlos Jackson. Okay, Leute, ich würde sagen, wir haben alles. Tanglewood, wir sind zu Hause. Wir sind so raus. So, eingetragen haben wir alles. Foto haben wir, das haben wir. Ein Mimik kann es nicht sein, der uns hier irgendwie in die Irre führt. Hätten wir auf jeden Fall einen Fingerabdruck gefunden. Abfahrt! Wir sind so raus. Terror in Tanglewood. Mit dem hosenlosen Schrecken. Er ist zurück. Der war lange nicht da. Den Geist hatten wir ewig nicht. Guckt euch das mal an. Das hat sich richtig gelohnt. $255 haben wir verdient auf der Geisterjagd. Allein schon wegen den ganzen Fotos. Wir haben 200 Erfahrungspunkte. Wir waren 8 Minuten im Licht, 4 Minuten im Dunkeln, 4 Minuten im Geisterraum, 7 Minuten im Haus, 13 Minuten nur auf der Jagd, kam mir länger vor.
Wahrscheinlich wegen dem Hosendosenschrecken. Wir hatten 4 Geisterereignisse, 0 Geisterjagden und 32 Geisterinteraktionen. Ja, ihr Lieben, es war trotzdem auf jeden Fall genug los. War vielleicht eine etwas kürzere Jagd jetzt, aber genug Aktion hat man trotzdem. Würde ich auf jeden Fall sagen, besonders wo das zweite mit der Tür stand. Das hat richtig gereicht. Okay, wie immer sage ich vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Wenn euch diese, naja, auch etwas kürzere Geisterjagd gefallen, da würde ich mich riesig über einen Kommentar, einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr gerne mehr sehen wollt, lasst ein Abo, da würde ich mich nicht mehr am meisten freuen. Ansonsten, wie immer, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Geisterjagd.